Leute, ihr wollt bestimmt wissen, was ich gerade so treibe und wie meine erste Nacht war. Hey, ich bereite mich ja gerade auf meine Lotse-Expedition vor. Lotse, vierthöchster Berg der Erde. Da wird die dünne Luft. Hahaha, die Luft dünn. Und gerade deswegen bereite ich mich mit einem Höhengenerator zu Hause vor. Das heißt, jetzt gerade habe ich schon ein paar Nächte in diesem Zelt verbracht. Und an dieses Zelt, das muss man sich so vorstellen wie einen großen Staubsauger, ist eine Maschine angeschlossen, die die Luft filtert und dafür sorgt, dass hier jetzt gerade, wo ich hier sitze, eine Höhe von ca. 4000 Meter simuliert ist. Und ich meine, dann gewöhnt sich mein Körper natürlich schon an die Höhe vorher und nachher bin ich viel fitter. Das heißt, nachts steige ich einfach mein Zeltchen, schlaf hier auf 4000 Meter und tagsüber mache ich wieder meine Anfang. Und die ersten Nächte haben sich tatsächlich gut angefühlt, aber ich muss auch sagen, man hat die Höhe gespürt. Ich habe nicht so tief geschlafen, ich habe mehr geträumt. Ich habe einen leichten Druck auf dem Kopf bekommen, ja. Also alles Effekte, die ich auch in den Bergen spüren würde, wenn ich unterwegs bin. Und jetzt gehe ich sogar den nächsten Schritt und werde mit einer Atemmaske aktiv trainieren. Trete, dann stelle ich mir die Straße vor, wie alles an mir vorbeizieht, aufbreche zu einem meiner nächsten Ziele. Ich werde irgendeinen coolen Ort fahren, mit tollen Leuten, neue Bekanntschaften machen und meinen Fokus auf das nächste große Abenteuer lenken. So Leute, ich werde jetzt weiter trainieren. Wir sehen uns nächste Woche.